Wenn ihr dieses Video nicht bis zum Ende guckt, dann drehen wir um und fahren wieder nach Hause. Ich glaube, wenn ich jedes Mal einen Euro dafür bekommen hätte, wenn meine Eltern mir einen leeren Spruch oder eine leere Drohung gedrückt haben damals, wäre ich heute keine Millionärin, aber eine sehr reiche Frau auf jeden Fall. Ich habe sowieso bis heute nie verstanden, warum Eltern nicht einfach gerade heraus sagen können, was sie möchten und stattdessen mit irgendwelchen sinnlosen Drohungen um sich schmeißen. Im Grunde scheinen die auch gar nicht zu wollen, dass man versteht, was sie gerne möchten. Zumindest meine Eltern haben mir immer einen sehr großen Spekulations- bzw. Interpretationsfreiraum gelassen. Finde ich. Also als ich in deinem Alter war, war das nicht so. Also als ich in deinem Alter war, war das genauso. Das würde ich noch niemals zugeben, ne? Räum dein Zimmer auf! Räum dein Zimmer auf! Und das Wohnzimmer und die Küche. Und wenn du schon dabei bist, gern auch die ganze Wohnung, weil ich habe auch keinen Bock zum Putzen. So gehst du aber nicht raus, oder? Ja, du siehst aus wie ein Flittchen. So kannst du dich woanders benehmen, aber nicht zu Hause. Möchtest du nicht endlich ausziehen? Ich bin nicht sauer auf dich. Ich bin nur so enttäuscht. Es ist mir eigentlich völlig egal, was du gemacht hast. Ich möchte einfach nur, dass das schlechte Gewissen dich von innen zerfrisst. Und wie war die Schule, hm? Ja, eigentlich ist mir egal, wie die Schule war. Ich möchte dir nur vorweg den Wind aus den Segeln nehmen, wenn du mir das nächste Mal vorwerfen möchtest, dass ich mich nicht für dein Leben interessiere. Wenn du erwachsen bist, wirst du das verstehen. Kind, wenn du erwachsen bist, wirst du das immer noch nicht verstehen. Aber dann wirst du genügend eigene Probleme haben, dass du keine Zeit mehr hast, darüber nachzudenken. Schluss jetzt! Ende der Diskussion! Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll! Du solltest dich wirklich dringend mal bei der Oma melden! Jetzt ruf die alte Hutschachtel doch mal an, damit ich das nicht tun muss! Wenn der Kuchen redet, haben die Krümel mal Pause! Der Spruch hat überhaupt keine Bedeutung, ich wollte ihn nur schon immer mal gesagt haben! Hätte ich mir das damals bei meinen Eltern geleistet, das hätte ein blaues Donnerwetter gegeben! Für genau dieselbe Scheiße habe ich in meiner Jugend auf den Deckel bekommen! Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird aber gemacht, was ich sage! Ich habe nur Kinder bekommen, um diesen Spruch sagen zu dürfen! Ha! Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt! Natürlich schmeckt das Essen scheiße, aber irgendwer muss die Reste ja essen! Und ob ich das besser weiß, ich habe ja wohl ein bisschen mehr Lebenserfahrung als du! Ich weiß das natürlich nicht besser, ich bin einfach nur älter! Aber irgendwas Gutes muss das ja mit sich bringen! Mensch, Kind, ich mein's doch wirklich nur gut mit dir. Ich versuche mit diesem Spruch doch nur darüber hinwegzutäuschen, dass ich einfach nur gemein bin. Ja, schau dir mal die Leistungen vom Torben Hendrik an. Da kannst du dir gerne mal eine Scheibe von abschneiden, ne? Ja, vermutlich ist der Torben Hendrik auch nicht besser als du, aber wenn du damit beschäftigt bist, über dich selber nachzudenken, lässt du wenigstens mich in Ruhe, ne? Ja, du musst selbst wissen, was du tust. Ja, da fällt mir jetzt auch kein Gegenargument mehr ein. Dir ja vielleicht. Jetzt steh doch endlich mal vom PC auf und geh ein bisschen raus an die frische Luft. Jetzt geh doch endlich mal raus oder weg. Ich möchte doch selber mal an den PC. Ja, und wenn die Cheyenne Monique von der Brücke springt, dann springst du auch, oder was? Ich habe kein schlaues Argument, das für mich spricht. Also komme ich mit diesem dummen Spruch um die Ecke. Weil ich das sage, deshalb. Mir sind die Argumente ausgegangen, deshalb. Also Kind, so ein Zeugnis hätte es bei mir zu Hause damals nicht gegeben, ne? Dein Zeugnis ist viel besser als meins damals, aber das würde ich natürlich niemals zugeben. Ich glaube, wenn ich mal Kinder habe, werde ich das einfach ganz genauso mit denen machen. Oder ich werde einfach nur Kinder kriegen, damit ich die abfacken kann. Weil meine Eltern mich abgefuckt haben in meiner Jugend. Das ist so ein Universums-Karma-Ausgleichsding. Doch, doch, das ist, so funktioniert Evolution. Sind oder waren eure Eltern jemals so? Oder haben eure Eltern vielleicht auch einen von diesen geilen eigenen Sprüchen drauf? Schreibt mir den bitte in die Kommentare, damit ich herzlich lachen kann. Ja, wenn ihr jetzt denkt, dass nur Eltern nie sagen, was sie meinen, dann muss ich euch leider eines Besseren belehren. Weil Lehrer sagen nämlich auch meistens nicht genau das, was sie gerne sagen möchten. Und insbesondere Schüler sind da eigentlich noch schlimmer, weil die sagen eigentlich nie, was sie wollen so. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, dann sag's doch nicht mit Worten, Baby. Sag's mit einem fashion T-Shirt-Aufdruck. Mein Job. Guckt ihn euch an, besucht ihn. Und ich würde sagen, nach der schlechten Überleitung des Todes bin ich raus für heute.